Der Tod eines 15 Jahre alten Mädchens erschüttert einen kleinen Ort in der Südpfalz. Das Mädchen wurde in einem Drogeriemarkt Opfer einer Attacke mit einem Messer. Der Tatverdächtige ist ihr Ex-Freund, ein Asylbewerber aus Afghanistan. Der ebenfalls 15-Jährige ist in Haft. Die Ermittler werfen ihm Totschlag vor und prüfen, ob auch Mord in Betracht kommt. Ulrike Eichin mit mehr. Fassungslosigkeit und Entsetzen im südpfälzischen Kandel. Der Ort trauert um die 15-jährige Schülerin, die in diesem Drogeriemarkt erstochen worden ist. Der mutmaßliche Täter, ein gleichaltriger Afghane. Die beiden Teenager waren ein paar Monate lang ein Paar. Anfang Dezember trennte sich das junge Mädchen von ihrem Freund. Der aber stellte ihr weiter nach. Dann eskalierte die Situation. Wir gehen derzeit davon aus, dass der Beschuldigte gestern Nachmittag, nachdem es zunächst zu diesem zufälligen Zusammentreffen kam, dass der Beschuldigte dem Mädchen bis in den Drogeriemarkt folgte. Dort stellte er sich vor sie, holte aus und stach mit einem Messer mehrfach auf das Mädchen ein. Der Fall wirft Fragen auf, denn die Eltern des Opfers hatten den jungen Asylbewerber kurz vor Weihnachten angezeigt, wegen Beleidigung, Nötigung und Bedrohung ihrer Tochter. Bereits am 17.12., also unmittelbar nach Anzeigenaufnahme, erfolgte eine fernmündliche sogenannte Gefährderansprache mit dem Tatverdächtigen. Am 18.12. eine persönliche Gefährderansprache in der Schule. Ein paar Stunden vor der Tat ermahnte die Polizei den Jugendlichen erneut. Wurde genug getan zum Schutz des Mädchens? Grundsätzlich so eine Gefährderansprache eine sehr sinnvolle Maßnahme, wenn nämlich man die Sorge hat, jemand könnte eine Straftat begehen, aber noch nichts Schlimmes passiert ist, dann kann man eigentlich nicht mehr machen als das. Und in vielen Fällen gelingt das auch, jemanden dann vom Schlimmsten abzuhalten. Aber manche lassen sich davon eben nicht beeindrucken oder fühlen sich sogar noch weiter in die Ecke gedrängt. Der 15-Jährige, der im April 2016 nach Deutschland eingereist ist, sitzt mittlerweile wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft.